Hey ho und willkommen zu Twin Mirror. Wem's gefällt, Abo, Likes und Kommentare, immer schön fleißig. Und ansonsten wünsche ich eine angenehme Schau. 3, 1, 2, 1. Thanks, Bug. Your obsessive snooping pays off. Ja. Nick always kept extensive records of his work. He was almost obsessive. How could there be so little information regarding his last investigation? Jetzt wird's interessant. Nick was looking into the impact the closure of the mine had on Basswood. But what was he looking for? Okay, sprunghafter Anstieg der Arbeitslosigkeit nach Stilllegung der Mine, völlig normal. Kurve flacht im letzten Jahr etwas ab. Erholung. Zahlen sehen gut aus. Trend oder Ausreißer. Brauche mehr Daten. Punkte. Okay. Tickets und Hotelrechnung. Nick was traveling all over. Train tickets, hotel bills, out of state even. He was tracking something. For someone. Name des Passagiers, Nick Waldron, von West Virginia nach Florida, Zug Nummer 254. Was haben wir hier noch? Nick had a contact. Same name as in the email. He was onto something big. 27.01.20 Uhr mit die nervöser Typ, aber könnte was Nützliches wissen. 12.02.17 Uhr, zweites Treffen mit die. Das ist tatsächlich eine Spur, vorausgesetzt, dass er nicht nur Quatsch erzählt. Will sich immer an gruseligen Orten treffen, hat vielleicht zu viele Filme gesehen. 18.03.10 Uhr mit die. Musste ihn zum Frühstück einladen und er sagte, dass wir uns nicht mehr treffen können. Es scheint eine Sackgasse zu sein. 1.04. Dachte, ich hätte ihn verloren. Gut, dass er wieder reden will. Okay, mehr gibt es hier jetzt. Mehr gibt's nicht. What Nick was looking into was something big and dangerous. It's why he was so careful. It's possible Walter missed something. Could be worth checking his office. Namensschild, das. Warum? Das ist das Doofe. Es geht nach Entscheidungen. Und das passt mir, auch wenn das hier nur dieses doofe Bild ist. Es ist nicht meine Entscheidung, dass das jetzt so da liegt. Und das stört mich massiv an diesem Spiel gerade. Es ist nicht wirklich meine Entscheidung. Es wird dann einfach nur so doof angezeigt, dass ich gar keine andere Wahl habe. Ich wollte einfach nur hinten drauf gucken, deswegen umdrehen. Aber ich hätte es doch lieber eingesteckt oder einfach wieder hingestellt. Ich hätte es doch nicht so da hingelegt. Das ist kein Teil meiner Entscheidung. Und damit ist das doch schon wieder richtig Mist. Einfach nur Mist. Okay, schauen wir mal weiter. Mein alter Schreibtisch. Okay. 2 Jahre bin ich weg und das ist immer noch hier. Ja. Walter always treated us like family. Namensschild. Ah ja. Das war dann wahrscheinlich irgend so ein eins von den Gimmicks wieder. Ah, das brauche ich ja jetzt nicht extra machen. Okay, irgendwo gibt es bestimmt noch Informationen. Schauen wir mal nach. Ob es irgendwo irgendetwas gibt.
Was steht denn hier? Annas Namensschild. Walter hat es trotz Annas Freiberuflerstatus angefertigt. Interessant. So strange how calm it is out there when... Well, this happened. Ja, es ist wirklich Walters Namensschild. Walter liebt diesen altmodischen Schick. Ja, ja, es ist klar. Das Bild kommt mir irgendwie bekannt vor. Okay, hier ist jetzt nichts zwingend. Untersuchen. Passwort. Welches Passwort könnte das sein? There might be something around here that hints at Walter's password. Mhm. Hopefully his password reminder isn't some esoteric book reference. Ugh, my heart's desire. It could mean a person, but also a place. If I ever get looking for my heart's desire. Ugh, my heart's desire. It could mean a person, but also a place. Mm-hmm. Walter was never tech savvy. He just uses words that mean something to him. There's a good chance there's a clue in his office. Okay. Walters Lieblingsartikel. Walter had this article framed after he saw the boost in traffic the Haven got. Basswood is his blood and soul. Wouldn't surprise me if he said it as his password. Mhm. Untersuchen wir mal das. A photo Walter took of his first desk on his first day of work. Nick inherited it. Okay. Foto einer Frau. The office administrator ages ago. Mhm. Da ist noch ein Zettel. Und die Zettel gelten nicht. Just reminders. Nothing that could be used as a password. Mhm. Ich schaue mich aber noch mal weiter um, damit ich mehr Optionen habe. Bücher. Seine Lieblingsbücher, alles Erstausgaben. First editions, but Alice in Wonderland always came out on top. Wouldn't be surprised if that was his password. Na, stimmt. Jedes in einem anderen Stil. Eklektisch. Das Team des Basswood Jungle. Da fällt es schwer, nicht nostalgisch zu werden. And we really were a small clan. Hm. Tagebuch aktualisiert. Teamfoto. Ja. Okay. Walters Namensschild. Hm, eigentlich habe ich nur zwei Optionen. Was haben wir hier noch? Walter's desk is just like him. Big and full of mystery. Den Tisch selber durchsuchen, ne? Das ist doch mal eine Option. Betrachten. Never looked happy a day in her life. Been Walter's cat for years. Maybe he set her name as his password. Denke ich nämlich auch, schon alleine, weil auch eine Katze auf dem Bild ist. Costa Rica? Walter's mom gets out more than he does. Lesen. Kleines, ich hoffe, du arbeitest nicht schon wieder so viel. Du musst mich in Playa Langosta besuchen. Es ist so schön. In Liebe, Mom. Vinyl. His granddad rock a thing? If so, Walter and Anna are both into it. Cover. The Ink Spots. Greatest Hits. Notiz. Es ist höchste Zeit, dass dir mal jemand den echten Klassiker nahe bringt. Lass mich wissen, wie du das findest. Hey.
Good for Walter that Judith is doing all right. She means the world to him. So much so that she could be his password. Mhm. Lesen. Praxis-Doktor Lastufka. 21.03.2017. Sehr geehrter Mr. Dodson. Gemäß dem Wunsch Ihrer Mutter freue ich mich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass sich Ihre Mutter auf dem Weg zur vollständigen Genesung befindet. Nach einer gründlichen medizinischen Untersuchung ist sie nun imstande, unsere Obhut zu verlassen. Gemäß meiner Empfehlungen wird sich Mrs. Judith in Kürze auf den Weg nach Costa Rica begeben. Das wärmere Klima wird ihr helfen, zu ihrer früheren Stärke zurückzufinden. Sollte sie weiteren Klärungsbedarf haben, so zögert sie nicht, mich zu kontaktieren. PS, ihre Mutter bat mich außerdem, sie daran zu erinnern, dass ihre eigene Kontrolluntersuchung bei Dr. Chavez schon lange überfällig ist. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Lastufka. Interessant, interessant. So, und ich höre doch hier die ganze Zeit sowas wie, als wenn hier irgendwo was gedruckt wird. Gibt's hier irgendwo? Okay, aber da kam nichts. Ah, den Sound habe ich jetzt schon öfter gehört. Na gut, jetzt habe ich natürlich, aber viele Möglichkeiten für ein Passwort. Bestwood, Judith, und Prin oder Wunderland? Ich nehme mal Prin. That's not it. I have to keep looking. Okay. Dann tippe ich auf Judith. That's not it. I have to keep looking. Okay. Bestwood. And I'm in. Let's see what secrets you got in here, Walter. Mhm. So. Posteingang. Wir lesen erstmal. 4. April von Walter Dodson an Beth Mitchell. Beth. Ich wollte dir erneut aus tiefem Herzen für deine Hilfe danken. Du bist eine Gelehrte und eine Heilige. Wie es aussieht, habe ich mir völlig umsonst Sorgen gemacht. Danke, dass du mich beruhigt hast. Walter Dodson. 4. April. 4. April von Bess Mitchell an Walter Dodson. Betreff Hilfe. Hier ist der Bericht zu Nicks Unfall. Du hast schon eine ganze Weile nicht mehr nach so etwas gefragt. Nicht wirklich Interessantes, nur ein weiterer trauriger Tag im Straßengraben. Die Straßen West Virginias nehmen uns mehr gute Söhne als Waffen. Bess Mitchell, Polizeichefin. Okay, Datei öffnen. Mostly standard so far, by the book. I see why Walter wasn't worried. Mhm. So, Art des Unfalls, Verkehrsunfall, 2. April 2017, Telegraph Hill, HWY, bin ich mir jetzt nicht sicher, gut. 18, Einzelheiten der Untersuchung, 123. Beteiligte Personen. Name Nicholas Waldron. Alter 35. Fahrzeugfarbe Rot. Marke Cosmo. Modell 2008er Camaro. Unfall. Hergang. Auto an einem Baum gefunden. Von Trümmern umgeben. Feuer brach beim oder nach dem Aufprall aus. Der Wagen brannte mit Nicholas Waldron auf dem Fahrersitz aus. Reifenspuren und andere Spuren legen nahe, dass der Fahrer von einem Tier erschreckt wurde und mit hoher Geschwindigkeit von der Straße abgekommen ist. Fahrer war vermutlich angetrunken.
Okay, wait, weiter. That doesn't make sense. Nick would never drive without his seatbelt on. And he always kept his window open. Mhm. So, eins erhalten, zwei von drei. Airbags ausgelöst, Sicherheitscord nicht angelegt, Fenster geschlossen. Fahrer war vermutlich betrunken und hat vergessen, sich anzuschnallen. Das Feuer brannte einen kleinen Bereich um das Auto nieder, breitete sich jedoch nicht aus. Es ist ungewiss, ob der Fahrer den eigentlichen Unfall überlebt hat und erst durch das Feuer ums Leben kam. Stumpfe Gewalteinwirkung, das Einatmen von Rauch und Verbrennung sind alles mögliche Todesursachen. The car really burned, though that's very uncommon in most crashes. Das stimmt allerdings. Eins erhalten, der Untersuchung 3 von 3. Keine, weil es sind nur die zwei Bilder. Alles klar. So, Walter got the police report from Bess. Nick was supposedly drunk at the wheel, which doesn't sound like him. And his seatbelt was off and his windows up, which both sound very wrong. Walter seemed to buy it, but I don't know if I do. Jetzt darf ich da nicht mehr. Ich hätte noch gern die anderen Nachrichten gelesen. Das wäre bestimmt noch interessant gewesen. So, did you come to the logical conclusion to this mess we're in? Just a hint. We should get out of town immediately. Dennis tried to talk to me about Nick, and that's what got him killed. Exactly. Like I said, you should get out of town. And the details of Nick's death, it doesn't sound like him. 2 years is a long time, Sam. He may have changed more than you know. Changed decade-long habits? I need to go to the crash site. Just remember, if you're right... Sam? What's happening? Dennis. That's Dennis. What happened? Is he... Anna, listen to me. Das ist jetzt schlecht. Ich habe ihn nicht getötet. Das musst du mir glauben. Anna, I did not kill Dennis. Oh my God, no. It's... How could this happen? He died last night. Hours ago. Not much we can do right now. He asked me to meet him here after, but I was so drunk I arrived late. And the person that actually showed up killed him. Your bloody shirt was clearly from this. That means you were here yesterday. It links you to the crime scene. And you've been running around town all morning asking about Dennis. It won't look good. We need to call the police. They'll think I killed him. I thought I did at first. I have no alibi. This is not about you. Dennis had a family. They have to know what happened. It's the right thing to do. Do you want Walter to find his body come Monday? She has a point. Someone is gonna find him eventually. Involving the police would only slow us down. I'll be more efficient on my own. Efficient and possibly friendless. You've already trusted Anna once. I suggest you keep on that road. Die Polizei rufen, sofort gehen. Ist er mein gutes Ich oder mein schlechtes Ich? Also eigentlich würde ich ja sagen, klar, es muss aufgeklärt werden. Aber das wird echt hart. Okay. But not that phone. Use one of the landlines here and don't leave your name. You remember I'm a journalist, right? I know how to keep things confidential. Also, I think whoever did this might be linked to Nick's accident. This is about Nick? The crash? I'm going to the crash site to confirm my suspicions. I'm going with you. I don't know if that's a good idea. You trusted me before. It's only fair I do the same for you. I'll call the cops from here so they can't track us. All right.